Der Boris-Nemtsov-Preis unterstützt aktive Menschenrechtler in Russland, zeichnet mutige Menschen aus, die kämpfen für Freiheit, für das Recht, Freiheit zu leben, die dann auch sehr wohl Druck und auch mal Gewalt ausgesetzt sind. Und wir wollen damit deutlich machen, die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Boris-Nemtsov-Stiftung, dass diese Menschen einen Rückhalt, eine Unterstützung haben, nicht aufgeben sollen. Also wir wollen Mut machen. Wir haben in den 90er Jahren so große Hoffnungen gesetzt. Wir haben die ganzen liberalen Reformen gesehen. Wir haben gesehen, wie es freie Wahlen gab, wie die Presse frei geworden ist. Es gab eine unabhängige, weitgehend unabhängige Justiz, zumindest was die Verfassungsgerichtsbarkeit angab. Es gab eine lebendige politische und gesellschaftliche Debatte. Und davon hat sich Russland so weit entfernt. Wir hatten damals gehofft, wir bauen jetzt gemeinsam an einem freien Haus Europa für alle Europäerinnen und Europäer. Dass Präsident Putin Russland wieder verwandelt in ein autoritäres Regime, in ein kleptokratisches Regime, wo Bürgerrechte unterdrückt werden, wo Menschen nicht über ihre Leben selbst entscheiden können, das ist eine große Enttäuschung. Und trotzdem hoffe ich, dass unsere liberalen Freunde dort weiterkämpfen. Wir werden sie auf jeden Fall nach Kräften unterstützen, soweit das geht. Die wichtige Sache heute war, dass die Personen haben über Russland, über Menschenrecht geredet. Nicht nur die Russen, aber auch die deutsche Politiker und Menschenrechtskämpfer.